man sagt, sie ist die bestaussehendste Fußballprofi-Frau, die es gibt. Hier ist sie, begrüßen Sie bitte mit einem riesen Applaus und ich hoffe, dass sie kurz Zeit hat für mich. Herzlich willkommen, Nina Windmüller. Bringt noch einen Fan mit? Grüß dich, Nina. Und du bist? Du bist die Fabienne. Du kennst sie, Nina? Ja, cool. Nina, ich sag mal so, du bist zurück beim 1. FC Köln und dann sehe ich vorhin auf die Platzanlage kommen und ich wusste das nicht. Erzähl genau, was ist passiert. Du sagst es, wenn du bist. Ganz blöd passiert beim Abschlusstraining von dem ersten Meisterschaftsspiel. Ich denke, du kannst es auch dann nachvollziehen, wie sich dann Marco rausgefühlt hat. Ne? Ich glaube, kurz vor der Weltmeisterschaft so eine Verletzung, dann geht es gerade los, wieder zurück beim FC, hast du mit Sicherheit riesig gefreut, vorbereitet und dann die Verletzung. Wie lange wird es noch gehen? Wann bist du wieder fit? Wann kannst du trainieren? Ich habe gutes Heilfleisch. Ich hoffe, dass ich in 2 Wochen einigermaßen fit bin und ins Training zumindest wieder einsteige. Okay, ich habe jetzt gerade die Zahlen vom Flughafen nicht im Kopf. Wie steht der FC so? Wo steht ihr? Das erste Spiel haben wir 2-0 gewonnen. Und ganz klar, das Ziel ist Abstieg. Okay, 2-0 gewonnen. Wahrscheinlich im oberen Drittel am ersten Spieltag. Sieht schon mal gut aus. Und die Bundesliga-Tabelle sieht auch ganz lustig aus. Erster und zweiter ist Paderborn, auch ganz lustig. Nina, ich wünsche dir gute Besserung. Wir wissen, World Cup for Charity ist Nina übrigens immer mit dabei, wenn sie kann, wenn sie nicht gerade auch für die Bundesliga unterwegs ist. Sie ist immer mit dabei. Auch vielen Dank, dass du trotzdem gekommen bist, auch wenn du heute nicht spielen konntest. Vielen Dank. Tschüss, Fabian. War nett mit euch.